Guten Morgen, ich bin noch nicht fertig gemacht. Ich bin eben aufgewacht und ich gucke schon die ganze Zeit aus dem Fenster. Wir fahren gerade nach Bergen und wir legen in einer Dreiviertelstunde an. Vielleicht kommen wir auch schon ein bisschen früher an. Ich habe gerade schon ganz viel vom Balkon gefilmt. Ich blende euch das jetzt mal ein. Wir sind schon unter dieser hohen Brücke drunter durchgefahren. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Und die habe ich auch schon in anderen YouTube-Videos gesehen. Das war richtig cool. Ja, die Aussicht ist die ganze Zeit sehr, sehr schön. Es ist sehr, sehr kalt. Also, Gott, ich stehe hier gerade barfuß. Der Balkon ist ganz nass, weil es total regnerisch ist und bewölkt. Wir haben 7 Grad. Also ich muss jetzt erstmal reingehen und mich ganz, ganz dick anziehen für heute, damit ich nicht abfriere. Ich habe übrigens gestern erst gecheckt, dass dieses Ding in der Dusche eine Wäscheleine ist. Also irgendwie habe ich das vorher nie so richtig wahrgenommen und dachte, hä, ist das nicht so ein Ding, was man ausfahren kann? Und das kann man, das ist ganz praktisch. Habe ich jetzt mal ein Bikini dranhängen. Wir sind gerade beim Frühstück im Marktrestaurant und gehen dann gleich von Bord. Es kam eben eine Durchsage, dass Bergen die regenreichste Stadt Europas ist und es einfach an 248 Tagen im Jahr regnet. Wow. Hallo und herzlich willkommen in Bergen, der regenreichsten Stadt Europas. Oh mein Gott. Und es regnet natürlich auch. Wir haben 7 Grad. Ja, wenn ihr mich gefragt hättet vor einiger Zeit, ob ich im Sommer in die regenreichste Stadt Europas fahre, ich hätte nein gesagt. Aber gut, man kann ja immer mal was Neues ausprobieren. Ja, es ist sehr nebelig, sage ich mal. Trüb. Und wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend, erkunden ein bisschen die Stadt. Wisst ihr, was ich richtig cool finde, was ich gerade gesehen habe? Es gibt so einen kostenlosen Mobility-Bus für Leute, die eingeschränkt in ihrer Bewegung sind. Finde ich richtig cool, dass sowas angeboten wird. Und hier vorne habe ich auch schon einen QR-Code gesehen, auf dem man sich eine Stadtmappe runterladen kann, also eine Stadtkarte. Wir gehen jetzt mal los und ich nehme euch mit durch den Tag. Schaut mal, die Mitarbeiter hier haben so kleine Unterstellhäuschen. Das ist natürlich sehr praktisch. Also hier hoch zu gehen, war schon mal anstrengend. Hier vorne stehen ein paar AIDA-Bikes, da ist scheinbar gerade die Ratto unterwegs und macht eine Toilettenpause. Wir sind gerade nach Brüggen gelaufen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Auf jeden Fall ist das dieses Tüske Brüggen. Ich glaube, das ist so ein deutsches Viertel, die deutsche Geschichte auch. Und wir laufen jetzt rum. Schaut mal, das Haus hier ist ganz schief. Und hier scheinbar gerade ein bisschen was repariert oder so. Und die Häuschen haben sie abgehangen, so dass die nicht das Bild zerstören. Wir sitzen inzwischen ganz spontan in der Bergbahn, Fleuenbahn glaube ich. Ich bin klitschnass, meine Hose ist so nass geworden.
Und ja, ich glaube, wir fahren jetzt auf den Berg. Also wir gucken einfach mal spontan, was passiert. Und jetzt geht's gerade los. Die fährt auch alle 10 Minuten. Kostet 14,40 Euro pro Person hin und zurück. Ich sehe das Ende am Tunnel. Also die Fahrt ging nur so 3 Minuten und jetzt sind wir auf dem Berg angekommen. Ich packe mich jetzt erstmal wieder warm ein. Also von hier hat man eine tolle Aussicht, aber es ist leider sehr, sehr riesig. Da vorne, jetzt sieht man es nicht mehr, aber da steht die AIDA. Ich glaube, bei gutem Wetter wäre es hier richtig cool. Hier sind auch ein paar Geschäfte und hier ist ein richtig cooler Spielplatz. Ich sehe schrecklich aus, ich bin durchgefroren und durchnässt, aber egal. Es ist so schön hier. Wir sind an der Bergbahn vorbei, also an der Bergbahnstation vorbeigegangen in so einem Wald. Und der sieht einfach aus wie der absolute Märchenwald. Das ist richtig schön. Schon was anderes als so ein Wald bei uns. Ich habe gerade einfach eine Handvoll Wasser von diesem Wasserfall getrunken, weil ich es irgendwie mal ausprobieren wollte. Weil ich gerade so ein bisschen überlegt habe, ich habe Seven vs. Wild geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht auch geschaut habt. Und dann dachte ich, da wäre, glaube ich, meine Trinkwasserquelle, obwohl man das noch weiter filtern müsste. Irgendwie kam ich auf Seven vs. Wild, weil es so krass regnet und es so nass wird. Und ich vorhin irgendwie an Knossi gedacht habe, der geschrien hat, du musst stark sein, wenn der Himmel weint. Ja, so sieht es nämlich aus. Also ich kann euch empfehlen, holt euch eine Regenhose oder so einen Regenanzug oder so, weil damit wäre es noch deutlich angenehmer an den Beinen auf jeden Fall.
gehen jetzt mal in den Supermarkt. Ich finde es immer interessant, was andere Länder so im Supermarkt anbieten, was da alles so kostet. Hier gibt es einfach Red Bull-Dosen, in denen fast ein halber Liter drin ist. Der Balkon, den ich euch gestern zeigen wollte, wo man draufkommt, wenn man durch die Mueba geht. Zurück auf dem Schiff sind wir jetzt noch mal ganz kurz bei der Rezeption. Wir sind jetzt wieder zurück an Bord und ich habe mir erstmal ganz kurz die nassen Sachen ausgezogen und lege mich jetzt kurz ins Bett, übertrage meine ganzen Videos und Bilder. Also ich wärme mich nur mal kurz auf, dann ziehe ich mir gleich was an und dann weiß ich noch gar nicht, was ich mache, ob ich mich im Beachclub lege oder ins Theatrium oder so und schon mal ein bisschen schneide. Mal gucken. Ich blende euch gerade mal noch ein paar Marktaufnahmen ein. Wir sind nämlich über einen Markt gelaufen, als wir durch Bergen gegangen sind auf dem Weg nach Brüggen. Und ich muss sagen, ich fand diesen Markt teilweise etwas verstörend. Also es gab natürlich super viel Fisch, aber es gab halt auch viel Elch zu kaufen. Und was ich natürlich als Deutsche ganz krass finde, ist, dass es Wal zu kaufen gab. Also man kann da Walfischburger essen und sowas. Und am Vorabend stand tatsächlich auch schon in der AIDA heute, dass man bitte weder Wal kaufen noch probieren soll, damit man es einfach nicht unterstützt. Das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Ansonsten gab es da auch so aufeinander gestapelte Krebse, Krabben und sowas. Das sah einfach, ja, schlimm aus. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass man gutes Wetter hat. Man kann ja auch Glück haben. Aber wenn es so krass regnet wie bei uns jetzt, dann ist es schon echt gut, wenn man eine Regenhose hätte. Also ich hätte mir jetzt im Nachgang auf jeden Fall eine Regenhose gekauft und die mitgenommen. Also Regenkleidung ist sehr, sehr wichtig, wenn man vorhat, trotzdem rauszugehen und viel zu erkunden. Was bei mir auf jeden Fall so ist, deshalb macht euch da Gedanken drüber vorher. Kleiner Zwischensnack im Fuego. Ich sitze gerade wieder in der Hemingway Lounge. Ich liege hier so gern auf dem Sofa und hier ist gerade Ocean Lounge. Also hier werden gerade Trondheim und Alesund vorgestellt für die nächsten Tage. Da kann man sich immer ein paar Inspirationen holen. Ich werde heute auf jeden Fall nicht mehr richtig wach. Es war so anstrengend für mich und so müde. Wir haben übrigens vorhin mit ungefähr 40, 45 Minuten Verspätung um 17:45 abgelegt. Ich weiß nicht ganz, warum wir später losgefahren sind. Das wurde nicht erklärt. Ja, also wir fahren jetzt und gehen jetzt ins Marktrestaurant. Ich habe mir schon mal einen Vorspeisenteller gemacht. Das ist meine Hauptspeise. Ich bin jetzt gerade mal zum Juwelier gegangen. Ich wollte hier schon die ganze Zeit mal reingucken, ob ich mir irgendwas von mitnehmen möchte. Ich bin ja echt ein großer Swarovski-Fan. Ich habe viele Sachen von Swarovski. Und irgendwie fände ich es cool, mal so eine Erinnerung vom Schiff zu haben. Ja, nehme ich die Ohrringe mit oder nicht? Wie findet ihr die? Ich habe zu Hause auch einen Kolibri von Thomas Sabo, aber der ist auch besonders schön. Ich habe seit neuestem übrigens auch einen Kolibri tätowiert, also das würde auch gut passen. Aber ich glaube, als Kette ist der mir ein bisschen zu auffällig, obwohl es hübsch ist. Wenn ich spontan einen Heiratsantrag machen möchte, das gibt sehr, sehr schöne Verlobungsringe hier beim Juwelier. Wenn ich schon mal hier unten bin, bin ich auch direkt mal in den Travel Shop gegangen. Und ich gehe jetzt noch mal ein Deck höher, zurück auf 7 und schaue auch mal im Legoladen vorbei. Den habe ich nämlich bisher geöffnet auch noch nicht gesehen. Und dann gehe ich zurück ins Theatrium und schaue mir Wer wird Millionär an. Beziehungsweise mache über das Bordportal mit dem Handy auch mit. Mal gucken, ob das was gibt. Hier im Legoladen wird gerade ganz viel gesaugt. Da will ich jetzt nicht so
dazwischen laufen, dann werde ich da doch die Tage nochmal hingehen. Ich bin heute im absoluten Chiller-Look. Also ja, ich bin heute sehr gemütlich unterwegs, seitdem ich wieder zurückgekommen bin. Leute, das ist ja so schön. Ich sehe gerade, dass das Wetter endlich aufklart. Also endlich kommt die Sonne raus. Die sehe ich heute zum ersten Mal. Und vor allem kann man jetzt auch mal was sehen, wenn man aus dem Fenster guckt. Ja, dann muss ich eigentlich gleich noch mal eine Runde an Deck spazieren gehen und noch ein paar Sonnenstrahlen mitnehmen. Mal sehen, ob ich das nach Wer wird Millionär vielleicht noch mache. 125.000 Punkte! Alles richtig gemacht! 1.000 Euro Reisegutschein! Der geht auf Urlaub! Dankeschön. Bei Wer wird Millionär haben einfach beide Kandidaten einen 1.000 Euro Reisegutschein gewonnen. Mega cool. Ich war Fünfte in der Schnelligkeit bei der Abstimmung, also knapp vorbei geschlittert, mal mitzumachen. Aber gut, es ist so verrückt, weil im Theatrium wird ja alles für die Show abgedunkelt und man hat dann halt auch richtig das Gefühl, es ist spät abends, man ist müde, ist es ja auch. Und wir haben jetzt 22 Uhr und ich bin jetzt aufs Zimmer gegangen und hier ist es natürlich wieder hell. Weil es einfach komplett hell draußen ist, als wäre es mitten am Tag. Das ist so crazy. Ich bin trotzdem sehr müde. Morgen sind wir im Geiranger Fjord. Da fahren wir gerade hin. Es ist gerade übrigens ein bisschen welliger. Also es geht, aber man merkt das Schaukeln schon. Und wir haben uns morgen früh in den Spa-Bereich gebucht von 8 bis 12, damit wir bei der Einfahrt in den Geiranger Fjord da eine schöne Aussicht haben und einen entspannten Morgen. Da nehme ich euch wieder mit. Aber jetzt gehe ich ins Bett, gucke mir noch ein bisschen die AIDA heute an und versuche dann auch schon zu schlafen. Es war sehr anstrengend heute für mich. Also hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!